Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Freitag, den 6. Januar, präsentiert von eBPRO, die Lösung für Bestand und Profession. BVK kritisiert Bürgerrentenpläne. Mit Verwunderung nimmt der Bundesverband Deutsche Versicherungskaufleute die bekannt gewordenen Pläne der Versicherungswirtschaft für eine neue Bürgerrente zur Kenntnis und bemängelt, dass dafür wohl die Riester-Rente geopfert werden soll. Äußerst bedenklich findet der Verband, dass die Versicherungswirtschaft sogar erneut vorhat, eine beratungslose digitale Abschlussoption für Interessierte anzubieten. Zahl der potenziellen Privatversicherten sinkt. Der deutsche Arbeitsmarkt befindet sich weiter im Höhenflug. Entscheidend für die positive Entwicklung war die Zahl der Arbeitnehmer, die im Jahresdurchschnitt 2022 um 634.000 Personen plus 1,6% wuchs. Dagegen ist die Zahl der Selbstständigen weiter rückläufig. Diese sank das 11. Jahr in Folge, diesmal um 54.000 Personen minus 1,4% auf 3,9 Millionen. Der kontinuierliche Rückgang der Selbstständigen bedeutet auch einen Rückgang der Zahl potenzieller Privatversicherter. Zu Aktien und Aktienfonds bestehen große Wissenslücken. Rund die Hälfte, 49,6% der Deutschen, fühlt sich beim Thema Altersvorsorge mit Aktien und Aktienfonds schlecht informiert. Nur etwas über ein Viertel sieht sich demnach gut informiert, 26,8%. Unentschieden sind 23,6%. Die wahrgenommenen Informationsdefizite erstrecken sich über alle Altersgruppen. Am besten sind die Werte noch bei den 30- bis 39-Jährigen, in der fast zwei Fünftel angaben, sich gut informiert zu fühlen, 37,8%. Das ergab eine im Dezember durchgeführte repräsentative Umfrage von CIVE im Auftrag der DBK. Anleger blicken optimistisch auf den DAX. Die überwiegende Mehrheit der Anleger in Deutschland erwartet, dass der deutsche Aktienindex DAX bis Ende 2023 nicht weiter fällt. Das sagen 70,5% der Befragten in einer repräsentativen CIVE-Umfrage im Auftrag des digitalen Vermögensverwalters Kroné. Mehr als jeder zweite, 51,7%, geht demnach davon aus, dass der DAX in den nächsten 12 Monaten steigen wird. Eine leichte Steigerung erwarten 40,9% der Befragten, eine starke Steigerung 10,7%. 24% erwarten hingegen einen Fall der Kurse. Frauen erobern DAX-Vorstände. Die Vorstandsetagen deutscher Unternehmen werden weiblicher. 109 weibliche Vorstandsmitglieder arbeiten in den Vorstandsetagen der DAX, MDAX und SDAX-Konzerne, 17 mehr als vor einem Jahr. Das berichtet aktuell das Prüfungs- und Beratungshaus EY Deutschland anhand einer eigenen Auswertung. Viele Arbeitnehmer gehen auch krank zur Arbeit. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse geht mehr als ein Viertel der Beschäftigten nach eigenen Angaben häufig oder sehr häufig krank zur Arbeit. Lediglich 17% geben an, immer zu Hause zu bleiben, wenn sie krank sind. Oft wird sogar zu Medikamenten gegriffen, um arbeiten zu können. Bei den Führungskräften tut das mehr als jeder bzw. jede fünfte, 21%. Bei den Beschäftigten ohne Führungsverantwortung sind es immer noch 16%. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Freitag, den 6. Januar. Präsentiert von eBPRO, die Lösung für Bestand und Profession.